Aktion? Ja, ist aber hardcore. Mysteriös. So, ja, ich glaube, ich habe ein bisschen was durcheinander geworfen, ein bisschen den Faden auch irgendwie verloren, gerade im Commentary. Gesundheit an mich selbst, danke. Ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was wir machen sollen, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Vorausgesetzt, ich überlebe die Folge. Weil, wenn ich die nicht überlebe, dann braucht ihr auch keine Kommentare mehr schreiben. Also zumindest nicht zu Sachen, die ich machen soll. Denn dann ist nichts mehr drin. So. Y10. Oh, da sind wir gut. Ich mache jetzt trotzdem mal eben noch weiter. Dass wir hier den Grundstand auch mal sehen. Der müsste nämlich jetzt gleich auch kommen. Und dann werden wir mal ein bisschen Strip minen, würde ich sagen. Gucken, dass wir vielleicht eine Höhle noch finden irgendwie. Und auf jeden Fall Diamanten. Das wäre cool. Da können wir nämlich dann uns weiter damit aufwerten. Cool wäre natürlich, wenn wir so richtig fett Diamanten finden und wir auch eine Rüstung und ein Schwert bauen könnten. Das sind so die Sachen, die mich am meisten interessieren eigentlich, neben der Spitzhacke natürlich. Klar, die Spitzhacke, die ist total wichtig. Aber obwohl ich jetzt gar nicht mal so den Fokus darauf legen würde, irgendwie Obsidian, da ist er auch schon, Obsidian zu bekommen. Hier höre ich schon Lava. Da ist sie. Hier nur mal kurz, um das zu zeigen. Das ist der Grundstein. Da geht es nicht weiter. Okay, dann haben wir es ja jetzt. Dann gehen wir mal wieder hoch. Nee, Quatsch. Was wollte ich? Das wollte ich drücken. 11. Dann machen wir nochmal hier. Hier in die Wand rein. Das ist jetzt hier Ebene 12 schon, okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier die Steine weg. Und ich habe keine Lust, da jetzt so einen Balken zwischen zu haben. Ich mache den Grundtunnel hier, mache ich jetzt erstmal 2 breit. Finde hier ein paar Angeln zum Laufen. Wir doch mal. Da kann man nachher ein bisschen Strip minen, würde ich sagen. Ich bin da nicht so der Profi drin. Ich bin auch eigentlich nicht so der große Strip Miner irgendwie. Ich habe das mal. Ich kenne halt diesen Begriff mittlerweile und weiß halt, was ich da so hinter was mal, worum es da groß grob geht. Kann man die Axt eigentlich mal wegpacken, ne? Weil die Schüssel brauchen wir jetzt schon wieder. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich mehr so ein. Ich würde mal sagen, wir packen die doch mal so hin. Da hinten können wir die Steine wegpacken. So, dann ist gut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich mehr so der. Ich buddel jetzt einfach Typ. Und wenn ich was finde, dann finde ich was. Und wenn nicht, dann finde ich halt nichts. Habe ich halt Pech. Aber jetzt auf der Suche nach Diamanten, weil das kann sich wirklich ewig hinziehen, wenn man da Pech hat. Würde ich jetzt doch mal ein bisschen so auf Hilfe dieser Technik setzen. Ja, da würde ich jetzt auf jeden Fall noch hier wegbuddeln. Hier ist auch schon wieder Lava. Einfach auch aus dem Grunde. Ich habe keine Schippe mehr, ne? Ich gehe mir direkt nochmal eine Schippe bauen. Und ich gehe vor allem, nee. So, wir haben jetzt zwar die Plattform gebaut, aber es bringt uns ja nichts, da die Workbench zu haben, wenn wir da gar nicht arbeiten. So, deswegen machen wir das mal hier. Kennzeichnen wir einfach mal hier mit 2 Fackeln.
Steine, 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 Steine. Ah nee, stopp. Ja doch, können wir auch Spitzhacken, können wir auch noch ein paar bauen. Das ist auch eine gute Idee eigentlich. Eins, zwei. Und dann eins. Ja, lassen wir erstmal bei einer Schippe, oder? Wird schon passen. Da würde ich aber sagen, machen wir nochmal gerade hier. Haben natürlich nicht viel Holz dabei, aber eine Kiste würde ich noch bauen. Setzen wir die mal daneben. Können wir die ganzen Steine hier entsorgen. Oh, keine 1200.000 Steine. Und Erde können wir da auch noch reinpacken. Mitnehmen. Die Erze würde ich eigentlich mitnehmen, weil das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Wenn wir die verlieren, verlieren wir die halt. Haben wir halt Pech. Wenn wir die verlieren, sind wir tot. Von daher ist es eh egal. Ja, die Erde ist natürlich, dadurch, dass sie so fettbraun ist, ist die natürlich einfach mega dunkel. Ruckelt ein bisschen, ne? Aber wirklich minimal. Das ist bestimmt nur, weil hier so viele Diamanten in der Nähe sind. Und der schöne Textur nachher erzeugt. Wirklich. Oder. Was ist denn jetzt hier los? Hab ich noch nie gehabt. Ich guck mal gerade hier bei den Grafikeinstellungen. Machen wir mal Minimum. Grafik schön, ja klar. Partikel machen wir verringert, weil ich glaube, daran hapert es im Moment. Wobei, wenn ich hier so lang laufe, da ruckelt das auch schon, ne? Vielleicht macht auch Wind, ist ja gerade im Wind, dass hier irgendwas am Machen oder was? Ich würde mal sagen, ich gucke mir das mal gerade an und bin dann gleich wieder zurück. So, also bis gleich. Und da sind wir auch wieder. So, kurze technische Probleme hoffentlich behoben. Minecraft ist ein paar Mal abgeschmiert, als ich die Aufnahme wieder starten wollte. Und ich habe dann einfach mal neu gestartet. Mal gucken, ob wir jetzt besser damit fahren hier. Im Moment sieht es auf jeden Fall gut aus. Aber da merke ich aber auch schon wieder, ne? Es ruckelt wieder so ein bisschen komisch. Vielleicht geht auch einfach irgendwie. Ne. 24% des Memory, der das Speichers benutzt, ist eigentlich nichts. Sind wir hier noch auf der richtigen? Ja, sind wir auf 12. Ihr müsst da übrigens hier nach Y achten. Ja. Clever auch von mir, da gerade mit dem Finger mal kurz drauf zu zeigen. Und dann selber zu merken, oh, das ist ja in der Aufnahme gar nicht drin. Ich würde sagen, wir buddeln einfach mal hier so ein bisschen rüber. Und dann werden wir dann nach und nach mal ein paar Tunnel reinbauen. Komisch, zwischendurch ein bisschen ruckelig. Vielleicht liegt es auch in der neuen Version von DxTory. Ich bin mir nicht ganz sicher. Alles durchaus möglich. Oh, da haben wir einen Zombie. Jo, bis hierhin haben wir schon mal nichts. Das ist ja sensationell gut. Da freuen wir uns ja echt riesig, dass wir weder Kohle
Eisen, na gut, ein bisschen Gold hatten wir, glaube ich, ne? Zwei Klumpen Gold. Ja, genau. Das war's dann aber auch. Oh, da müssen wir nah. Oh, da ist Redstone. Müssen wir relativ nah dran sein, denn der schießt schon mit Pfeilen auf uns. Ja, das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man hier einfach so in der Gegend rum bohrt, quasi hackt und nichts passiert. Hat er eigentlich gesagt, wir versuchen das Ganze jetzt, oder wollen das Ganze jetzt ein bisschen spannender machen. Ist natürlich jetzt auch nicht so spektakulär, wenn hier nur nach vorne und nach hinten und was weiß ich zur Seite weggebuddelt wird. Das muss mit Eisen, das machen wir mal schön. Na. Lava haben wir auch schon wieder brodeln. Für alle Fälle habe ich ja noch einen Eimer Wasser dabei. Falls wir da mal was löschen müssen. Oder Lava versteinern müssen. Sind wir schon ganz schön weit, ne? Noch nichts gefunden, großartig. Ich hatte mal gerade ein bisschen zur Seite. Oh, 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 oh. Sowas hatte ich befürchtet. Also muss man vorsichtig sein, aber könnte gegebenenfalls auch über uns sein. Nächste Hacke kaputt. Obwohl Lava auch immer ein gutes Zeichen ist für Diamanten, finde ich. Aber ich habe oft Diamanten gefunden, wenn Lava in der Nähe war. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie zusammenhängt. Vermute mal nicht, aber. Naja. Da ist noch Eisen, das ist für uns wertvoller als Kohle. Auch wenn es hier leider nicht so viel ist. Uiuiui. Ja, wie unterhalte ich euch jetzt noch ein bisschen, dass ihr dranbleibt? Weil ich hacke ja hier nur. Da passiert ja auch nicht großartig. Was? Und ich hatte euch, da verspreche ich euch spannendere Folgen und dann hackt er sich stundenlang hier, gefühlt stundenlang. Ist das Eisen? Ja, ne? Von der Fackel denn jetzt nicht sehr, gar nichts. Okay, das war ja ein erstaunlich riesiges Vorkommen. Ich hacke immer noch zwei, drei Blöcke weg. Und oft ist es ja, dass in der Nähe noch was ist, aber anscheinend nicht. Gut, dann bin ich hier weiter in meinem Tunnel. Ist wieder Redstone, hier einen hacken wir auch noch weg. Ja, das ist natürlich jetzt, ist mir durchaus klar. Fuck. Dass das jetzt auch nicht die Creme de la Creme der Spannung ist. Aber auch das gehört eben zum Spiel dazu. Was haben wir sonst noch für Projekte für euch? Also wir haben im Moment... suchen wir auf jeden Fall wieder Spiele, die wir machen können. Nehmen wir War Thunder. Nicht neu, aber das ist noch relativ frisch. Machen wir da mal eine Fackel hin. Gold nehmen wir natürlich mit. Eisen, Gold, Gold.
Ja, wir suchen, wie gesagt, suchen wir wieder. Ah, stopp, 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 da kann man wieder normale Hacke nehmen. Und die teure Hacke schonen. Steinarmer Ersatz, können wir ruhig wieder auffüllen.